Guten Tag und willkommen an einem ganz besonderen Ort für die Formel-1-Gemeinschaft, dem Hockenheimring, Heimat des Großen Preises von Deutschland. Hockenheim ist und war schon immer für knappe Rennen gut. Denken Sie nur an Alonso, Ricciardo und Vettel im Jahr 2014. Auch heute erwarte ich einen sehr, sehr spannenden Grand Prix. Der Hockenheimring bringt es auf 4,5 Kilometer Länge und eine durchschnittliche Rundengeschwindigkeit von 209 km/h, insgesamt 17 Kurven. Die lange Gerade endet in der Haarnadelkurve der besten Überholmöglichkeit der Strecke. Spektakulär ist allerdings auch immer die Fahrt durchs Motodrom. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Warum beginnen wir heute nicht einmal mit George Russell? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Leclerc, Pierre Gasly und Verstappen. Richter, Weber, Magnussen und Sergio Perez. Hülkenberg, Norris, Daniel Ricciardo und Raikkonen. Sainz Jr., Stroll, Romain Grosjean und Devin Butler. Albon und George Russell schließt die Startaufstellung. Aufstellung ab. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Jo, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zum Rennen hier aus Deutschland. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Jo, wir gehen rein ins Rennen. Gehen wir auf. Hier in Hockenheim. P7 nur. Also hinter den beiden, hinter den drei Top-Teams. Also wir haben Hamilton vorne, dann Vettel, Bottas, Leclerc, Gasly, Verstappen und unsere Wenigkeit. Ersten sieben. Ja, mal gucken, was wir hier rausholen heute. Wir haben leider keine Gridstrafen bei den Top-Teams. Deswegen bleiben wir auf sieben stehen. Natürlich ist das nur die Einführungsrunde. Eigentlich geht das nicht, was wir hier machen. Naja, wird immer sein. Wir stehen auf 7. Wollen natürlich hier wieder viele, viele Punkte für unser Team mitnehmen. Im Idealfall wieder schön nach vorne Richtung Platz 4, wie wir das auch im letzten Rennen hatten. Aber natürlich ist das hier noch gar nicht alles so sicher. Schauen wir mal. Der ist 100% Rennen hinter mir und jetzt schon in das nächste wieder rein zu meiner Aufnahme. Gerade 100% China. Naja, ist ja nicht so gut gelaufen. Aber gucken, was heute Abend läuft. Und dann. Naja, in Spanien. Da haben wir ein bisschen was verpennt, den Start. Dann haben wir uns das Plätzchen. Ja, ist klar, Alter. Klar, vier Autos direkt verloren wieder.
Na super. Start ist natürlich alles andere gut gelaufen. Platz 7. Dadurch, dass ich nur ein Auto verbessern musste, bin ich auf Platz 11 oder 10 zurückgefallen. Ein paar Punkte würde ich gerne mitnehmen, aber gucken wir mal, wie das Rennen jetzt noch läuft. Der Rest. So, vor uns jetzt. Wir müssen jetzt wieder da ein bisschen rankommen an den Rest des Feldes. Zumindest meinen Startplatz würde ich gerne wieder haben. Ein Katastrophenstart definitiv in dieses eigentliche Heimrennen, unser Heimrennen. So habe ich mir das natürlich alles anders vorgestellt hier. Dieses Vorbeilassen musste ich jetzt natürlich wieder alles voranlassen, aber ich komme jetzt zumindest wieder rein ins Feld. Wir sind jetzt bald dran wieder Nico Hülkenberg und die drei da vorne will ich auf jeden Fall kassieren. Und das war's. Ich fand es anders gut. So, jetzt sind wir wieder dran an den Jungs da vorne. Check your MFD for a new... Ja, mein Gott, geh mir nicht auf den Sack, der schmeißt die Tür zu und lässt mich... Na gut, ich wollte, wäre da ein bisschen sehr optimistisch reingegangen. Die Seite, die ich nicht kriege. Ah, der hat natürlich auch wieder außer der ist, ne? Ja, gut, das war klar, das ist. Was ist denn heute los? Ich habe echt diese Grip-Probleme. Dann muss ich die Wand. Das ist natürlich kein DRS.
So, Angriff jetzt gegen Nico Hülkenberg und er ist vorbei. So, das beschleunigen. Jetzt will ich mir die zwei da vorne nur noch holen. Der Platz 7 wäre okay. Sind wir bei Perez da vorne? Muss jetzt ein bisschen rankommen gerade wieder. Die zwei da vorne, die geben es zwar richtig. Sollen sie mal ruhig. Sollen sie mal ruhig da vorne. Ich muss jetzt wirklich rein. Jetzt habe ich natürlich den Renault dahinter. Ja, das ist mir schon klar, dass ich jetzt Zeit verloren habe, aber die Reifen sind einfach durch. Ich pushe jetzt gerade richtig um die Reifen an. Um nochmal ranzukommen, vielleicht da vorne. Ja, ist vorbei. Leider mich. Ach Mann. Aber jetzt komme ich wieder ein bisschen in Position. Ich gebe hier. Im Zweifel machen wir es so. So, und dann in der zweiten Rennhälfte angreifen, volle Pulle rangreifen. Ah, lieber Perez, die sind beide wieder vorne. Jetzt haben wir ein bisschen. Wir sind jetzt momentan auf P12. Aber was alles hinter uns ist, ist immer noch nicht in der Box, das ist klar. Es geht nur rein jetzt gegen die zwei Jungs da vorne. Zehn Runden haben wir noch. Hamilton lässt Zeit.
Ja, verwarnen, ich schenke mich jetzt nicht, ist okay. Mann, nerv mich nicht komplett, ey. Es war klar, dass das irgendwie sowas passiert. Ich will diese Position haben, kostet es, was es wolle. Zumindest meinen Startplatz möchte ich wieder haben und das wäre super. Das war mir fast klar. Dieses, oh, ich hasse das, ich hasse das. Ja, ich hasse, Mann, ich hasse das, wenn die Leute dann meinen auch, komm, wir müssen doch ganz, ganz schnell rüberziehen, damit die doch irgendwie einen Flug kaputt fahren. Man kann... Ja, komm kuscheln, ey! Das ist das Problem mit der KI. Die können es einfach nicht. Die können nicht so kämpfen, dass man irgendwie mal nicht hinten drauf fährt. Im Zweifel muss man dann halt wirklich von 100 Meter auf 0 bremsen. Lass mich in Ruhe. Och ja, ist ja gut. Und im Zweifel muss man halt wieder an die Wand. Ich hab's erwähnt, ich habe diese komischen Wänden heute, ne? Egal wo sie stehen, sie können 10 Kilometer weg von der Wand. Komm, jetzt gib mir mal... Ach, man ist doch vorbei, ey. Ja, solange die nicht da... Wenn die sich da vorne am Betteln sind, komme ich nicht an die Position, komme ich nicht ran an die Position. Ich hänge 9 Runden dahinter und ich komme nicht in diese Position wirklich mal. Ah, ja, ist mal gut. Warum musst du denn immer so bremsen, so hart bremsen? Nee. Na, ist egal, welcher hat 9. Komm eh nicht vorbei an den Jungs. Ich war wirklich da vorbeikommen würde, würde es vielleicht sogar noch einen Tick weiter nach vorne gehen, aber dazu fehlt mir jetzt, muss ich die Position schaffen. Ich hab's aber echt momentan. Entweder du rutschst die ganze Zeit. Ey, sorry, dass ich jetzt so viel Rückblenden setze. Es nervt aber auf Dauer, wirklich. Du bist nur am Rutschen. Also ich komme nicht in diese Position.
ist nicht wahr. Ich komme nicht vorbei. Mann. Oh, Alter. Und da muss halt einfach mal ausgebremst werden, damit man wirklich nicht in die Chance kommt, nicht in diese Position kommt. Ne? Im Zweifel bremst man halt die anderen Gegner einfach mal aus. Teamkollege ist in der Boxengasse, aber was soll der? So, jetzt endlich. Und zwar direkt an beiden vorbei. Platz 7. Nein, es ist sich. So, ich wundere, wenn sie beide rechts, links an mir vorbeigehen wieder. Wenn ich sie wieder an der Backe kleben habe. Der erste geht jetzt gleich rechts an mir vorbei. Das ist ja wieder der. Oh, Peres, ich cut. Ich kann. Boah, Alter, hau doch einfach mal ab, lass mich in Ruhe. Ach, unerlaubt es überholen! Ich hab unerlaubt es überholen. Ach, leck mich doch, ey. Da bist du mal am Peres vorbei. Er will vorbei an dir. Dankeschön! Mann, ey! Ey, das ist nicht wahr! Der knallt dir voll vor die Karre! Hau doch einfach ab! Lass mich doch einfach nur in Ruhe! Das ist so scheiße so! Komm, geh vorbei, Mann! Ey, ist das lächerlich! Du willst nur ausweichen! Das ist unerlaubt! Überholt, du musst ja mal wieder alles vorbeilassen! Ja, noch zweimal hintereinander. Nach dem Motto, du darfst niemals den Peres schlagen. Jetzt geh mir nicht auf den Sack, Alter. Jetzt will ich mir diesen Platz zurückholen. Der Vettel ist raus, wir sind sogar Sechster. Das, was eigentlich gut war. Das war eigentlich, was ich ein bisschen erhofft hatte. Komm, ich habe vielleicht wieder was Unerlaubtes getan. Ja, der Vettel fährt ihn quer vor das Auto, der bremst den hinten drauf, ich weiche nur aus. Also schon laut überholt. Oder der fährt die einfach eiskalt vor die Karre. So, ich hoffe, dass das jetzt gut ist, dass wir jetzt durch sind. Ja, warum wohl?
Weil ich da zwei, dreimal die Leute wieder zurückholen lassen musste. Na, gegen Gäste habe ich keine Chance, aber... Ja, wir haben noch drei Runden. So, wir haben noch zwei Runden. Wenn jetzt nichts weiter passiert, sind wir Platz 6. Was eigentlich okay ist mit 8 Punkten, dann kann man schon mal mit leben. Bevor dieses Rennen jetzt gleich durch ist. Entschuldigung. Vorletzte Runde. So. Aber ich bin so froh, wenn dieses Rennen durch ist, ey. Der Abstand ist nach oben, ist groß genug, nach hinten. Dass da Gessi nichts mehr passieren wird, das ist klar. Der wird seinen 5. Platz behalten. So, jetzt hoffentlich, dass es reicht, um hier zumindest... Ja, das ist... Hamilton ballert nochmal eine schnelle Runde raus, aber der Sieg geht an Leclerc. Nee, Hamilton! Der hat sich echt den Leclerc noch geangelt. Ich hatte nicht erwartet, dass der Hamilton das Ding noch gewinnt. Ich dachte, okay, Leclerc macht das Ding oder...
War Hamilton so weit vorne? Kann auch sein, dass ich ihn einfach nicht realisiert habe. Aber egal. Platz 6 und weitere Punkte auf unser Konto. Ja, mehr war leider nicht drin. Ich hatte gehofft, wie gesagt, die nach dem verkorksten Start was zu holen. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja. Naja, habt ihr wir haben es geschafft. An, wie sich die Fahrerrangliste verändert. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ich muss sagen, Romain Grosjean hat heute mit Sicherheit meine Aufmerksamkeit erregt. Während des Rennens hat er auf beeindruckende Weise zugelegt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Ich bin gleich erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja. Jetzt würde ich sagen, war's das. Ja, wenigstens ist irgendwie noch ein Platz geholt. Platz 6 ist okay. Kann man so mit leben. Man einfach mal so sehen. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Bitte was? Glauben Sie, dass Ihr Rivale aus diesen Kräftemessen mit Ihnen etwas gelernt hat? Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße gesagt? Ich weiß noch nicht. Das war dann alles. Naja, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. So, dann haben wir das durch. Und ich glaube, nächste Woche geht es dann los mit... Müsste Belgien sein, ne? Ja, ne, Ungarn, Entschuldigung. Dann sehen wir uns wieder, hoffentlich nächste Woche. Bis dahin und tschüss.